Die Mitarbeiter von ArcelorMittal Bremen haben im Rahmen der Aktion Restcent den AFJ e.V. Kinder- und Jugendhilfe in Bremen mit einer Spende unterstützt. Wir sind hier auf der Erlebnisfarm Uhlenhof. Das ist ein Kinderbauernhof in Gröpeling im Bremer Westen. Wir gehören zum AFJ e.V. Das ist ein freier Jugendhilfeträger. Und wir arbeiten mit Spielkreisen, mit Kindergärten, mit Schulklassen und mit Kindern aus dem Stadtteil und deren Familien. Diese Woche hatten wir einen ganz tollen Part in unserem Ferienprogramm, eine ganz besondere Woche. Wir veranstalten während der Oster-, während der Sommer- und während der Herbstferien täglich offene Angebote für die Kinder, die sich die Teilhabe an frei finanzierbaren Angeboten nicht leisten können. Und bei uns geht es immer rund um die Natur, rund um das Tier und um den Garten. Und in dieser Woche stand die Musik im Mittelpunkt. Das war etwas ganz, ganz Neues bei uns und darüber haben wir uns sehr gefreut. Drei Künstler, die auch bei uns auf dem Sommerfest aufgetreten sind, haben in dieser Woche mit unseren Kindern musiziert. Sie haben Musikinstrumente selber gebaut. Also wir haben Gitarren gebaut, wir haben Shaker gebaut, wir haben Klanginstrumente gebaut, wir haben Lieder einstudiert, wir haben ein bisschen geguckt, wo kommen wir alle her. Wir haben ganz viel Spaß gehabt und das wollten wir heute in unserer Abschlussfeier zum Ausdruck bringen. Wir sind hier in einem Viertel, wo die meisten Familien nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, den Kindern in den Ferien ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Ein Kinobesuch ist ein Highlight und wird oft auch schon nur durch die Schule irgendwie organisiert, sodass wir als öffentliche Einrichtung, als öffentlich finanzierte Einrichtung alle Angebote kostenfrei machen und dementsprechend ist der Zulauf auch immer sehr groß bei uns. Spenden sind das A und O, also ohne Spenden und Förderer hätte so eine Woche nicht stattfinden können, weil da müssen Honorare gezahlt werden, da müssen Materialien gekauft werden, die Versorgung von den Kindern, also es war sehr heiß, das heißt, wir haben jeden Tag auch Getränke gehabt, das ist aus unserem laufenden Budget überhaupt nicht zu bezahlen und ja, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ArcelorMittal. Ja, diese kleinen Cents, die sie da jeden Monat gespendet haben, sind zu einem großen, großen Betrag geworden und der hat ganz vielen Kindern in dieser Woche unglaublich viel Freude bereitet.